Flüchtlinge auf dem Hessentag sind Fußballmeister. Die Lovemakers haben den Hessentagscup in Rüsselsheim gewonnen. Bei dem Fußballturnier haben Pfarrer gegen Obdachlose und Flüchtlinge gekickt. 10 Teams sind auf dem Hessentag gegeneinander angetreten. Die Mannschaft der Pfarrer musste sich dabei mächtig ins Zeug legen. Das Motto von dieser ganzen Veranstaltung ist ja, wir gehören alle zusammen. Wir sind eine Gesellschaft. Dazu, zu so einer Gesellschaft gehören die Pfarrer, zu so einer Gesellschaft gehören aber auch Leute, die ganz am Rande der Gesellschaft stehen. Da gehören die Wohnungslosen dazu. Da gehören die Leute, die anders von der Diakonie betreut werden. Dazu, da gehören die Flüchtlinge dazu. Und mit den ganzen Leuten haben wir hier ein ganz tolles Fußballturnier gespielt. Und die haben den Pfarrern so richtig gezeigt, wo es lang geht heute. Der Hessentagscup ist ein Fußballturnier vom Diakonischen Werk Groß-Gerau-Rüsselsheim. Mit dem Turnier wollte die Diakonie auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam machen. Klassik-Stars treten momentan in Eppstein im Taunus auf. Dort findet das 7. internationale Klavierfest statt. In der Talkirche in Eppstein stehen dafür 2 große Konzertflügel. Das Highlight in dieser Woche, der 11-jährige Nachwuchspianist Emilio Niebler. Noch bis Sonntag, den 18. Juni, können sich Besucher in der Talkirche die kostenlosen Konzerte von Profimusikern anhören. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die evangelische Kindertagesstätte Schatzkiste in Darmstadt besucht. Steinmeier war auf Antrittsreise in Hessen. In der Kita der Martin-Luther-Gemeinde in Darmstadt konnten die Kinder und die Erzieherinnen einen Nachmittag lang mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau sprechen und sogar mit ihm beten. Unterwegs zu sein, nicht nur hinter dem eigenen Schreibtisch im Schloss Bellevue in Berlin zu sitzen, sondern sich immer wieder anzuschauen, wie die Lebensbedingungen von Menschen sind. Sich auch Sorgen anzuhören, alles das gehört zu dem Bild, was der Bundespräsident von Deutschland haben muss und dann nach außen vertreten muss.